Meine Damen und Herren, lieber Paul Henry Campbell, die Sächsische Akademie der Künste hat zusammen mit dem Dresdner Verein Bildung und Gesellschaft und der Zentralbibliothek der Städtischen Bibliothek Dresden die Tradition der Chamisso-Poetik-Dozentur wieder aufleben lassen. Eine Jury hat Paul Henry Campbell, der 1982 in Boston in den USA geboren wurde und seit vielen Jahren in Deutschland lebt, auf diese Dozentur berufen. Campbell hat ihr die Überschrift gegeben, ins Fleisch. Wir hören den dritten und letzten Teil dieser dreiteiligen Vorlesung. Corona lässt es nicht zu, dass wir uns persönlich begegnen. Sie als Zuhörer, wir als Darbietende. Deshalb diese Form der Videoaufzeichnung. Seinen ersten Vortrag hat er überschrieben mit Frustmensch trifft Lustmensch und als Ort der fiktiven Begegnung von Johann Faust und Sir John Falstaff eine Bar als Erzählraum benutzt. In der zweiten suchte er unter der Überschrift Frankenstein als Poet Wege aus der Dystopie. Und der Abschlussvortrag, den wir gleich hören werden, hat den Titel Kranke Gedichte über hinkende Vergleiche, Stilbrüche und holpernde Verse. Die Poetik ist immer Resultat einer Selbstbefragung des Dichters. Er verfolgt dabei die Bewegung seiner lyrischen Sprache. Resultat ist in unserer Zeit keine Regelpoetik, sondern wenn schon, denn schon eine Genieästhetik. Das Wort Genie benutzt nun nicht der unbescheidene Dichter, sondern das kommt von der Literaturwissenschaft. Berechtigt, denn der Dichter ist das autonom über sein Werk herrschende Subjekt. Der Autor entscheidet, nicht die Regel entscheidet. Dies bedeutet, dass jede Poetik viel mit dem biografischen Hintergrund eines Dichters zu tun hat, mit Lebensweg, Bildung und damit auch Rezeption anderer Dichtung, Lebenserfahrung und damit womöglich auch Krankengeschichte und natürlich Zeitgeschichte. In der Poetik reagiert ein autonomer Dichter darauf mit seinem wichtigsten Instrument, mit der Sprache. Der Lyriker und Literaturwissenschaftler Christian Lehnert hat darüber reflektiert, was Campbell uns in seiner Poetikdozentur vorführt, nämlich, und ich zitiere Lehnert, wie brüchig die in Worten sortierte Wirklichkeit ist und wie Gesundheit und Selbstbestimmung ebenso Abstraktionen sind wie Nationen, abgegrenzte Kulturräume und Sprachräume. Soweit das Zitat. Beispielsweise ist Gesundheit sofort eine Abstraktion, wenn man sie nicht besitzt. Paul Henry Campbell hat ab ovo, also von Beginn seines Lebens an, ein Herzleiden, das ständig Behandlung bedarf und etwas ist, worauf Leben und Tod geht. Es gibt für uns Außenstehende keinen Grund, hier etwas zu dramatisieren, das kann nur der Betroffene und er tut es nicht. Er macht es zu seinem poetologischen Prinzip. Für sein Denkgebäude begegnete ihm am Anfang der Begriff Heteronormativität, den Judith Butler gefunden hat, für die Einsicht, dass alle unsere Institutionen, Verhaltensweisen, auch unsere Sprache von einer heterosexuellen Praxis bestimmt sind. Dem fügte Paul Henry Campbell einen zweiten Begriff hinzu, Salutonormativität. Der Begriff meint, alles ist aus der Perspektive der Gesundheit gedacht. Die Sprache, die Campbell meint, kommt aus der Insuffizienz. Wie geht das in seine Dichtung? Möglicherweise in Form von hinkenden Vergleichen, Stilbrüchen und holpernden Versen. Der Titel seines Vortrags, der diese Begrifflichkeit benutzt, der muss nicht wörtlich gemeint sein. Vielleicht ist es auch ein Maskenspiel, wir werden es aber gleich hören. Es ist vermutlich ohnehin ernster gemeint, denn wir müssen uns die Frage gefallen lassen, ob wir, wie Campbell im Nachwort zu seinem Gedichtband Nach den Narkosen schreibt, durch unsere exzessive Rede über Versöhnung vergessen haben, dass wir eigentlich aus der Revolte gegen den Tod existieren. Wenn Campbell an anderer Stelle das leidende Gedächtnis ins Spiel bringt, dann begegnet mir mit Ingeborg Bachmann eine der größten lyrischen Stimmen des vergangenen Jahrhunderts. Im Schmerz zerfällt in den Gedichten der Bachmann die Sprache.
Zuerst bricht die Beziehung von Wort und Bedeutung. Aber anders als die Bachmann, die auch aus Schmerz über den kapitalistischen Materialismus eine Distanz zur gesellschaftlichen Realität sucht, geht Campbell auf die Realität zu. Er sucht nach den Folgen, wenn Stimmen quer zu den Heilsvorstellungen stehen, wenn sie insuffizient sind. Wie er diese Erfahrung der Krankheit für seine poetologischen Ableitungen nutzt und was in seinem Sinn kranke Gedichte sind, wir werden es erfahren. Für mich ist dieser Blick, den Campbell als Ableitung aus seiner Krankengeschichte gefunden hat, so etwas wie eine Technik der Verfremdung. Wir sehen das Gewohnte in ungewohnter Perspektive und erkennen mehr. In der Absicht, in den Vortrag einzuführen, versuche ich auch, ihn in andere Gedankenräume zu stellen. Nachdem Theodor Adorno seinen Satz, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch sei, zurückgenommen hat, hat er in diesem Zusammenhang auch etwas anderes einräumen müssen. Ich beziehe mich dabei auf den Philosophen Christian Lotz, übrigens wie Campbell, ein Deutsch-Amerikaner, der bei Adorno gefunden hat, dass er auch hat zugeben müssen, dass menschliches Leiden ein absolutes Recht hat, sich Ausdruck in der Kunst zu verschaffen. Dieser Ausdruck kann in zwei Richtungen erfolgen, als Flucht ins Innere oder als Form der Revolte. Letzteres entdecke ich bei Paul Henry Campbell. Campbell stellt im Umfeld seiner Poetikvorträge die Frage, was riskiert die Poesie angesichts einer risikoscheuen Vollkaskogesellschaft? Eine mögliche Antwort, die mir sofort einfällt, ist die Erinnerung daran, dass die Salutonormativität lediglich eine Abstraktion ist, keine Lösung. Inmitten unserer Hilflosigkeit gegenüber der Pandemie müssen wir selbst Gesundheit neu denken. Ich bin gespannt auf den Vortrag. Ja, lieber Michael Hamidner, vielen Dank für die Einführung. Meine Damen und Herren, vielen Dank auch der Akademie, dass ich diese drei Vorträge im Rahmen der Chamisso Poetikdozentur halten durfte. Heute ist die letzte. Da geht es um kranke Verse. Am Anfang dieses Monats, am 2. November, ist die 1982 geborene Dichterin Marie T. Martin gestorben. Ich hatte, was mir viele Menschen sagen, wohl das Unglück, sie nie persönlich kennenzulernen. Nur einmal bezüglich eines Interviews für ein Porträt zur Autorin der Zeitschrift Ostra Gehege telefonierte ich mit ihr, wobei wir 2 Stunden lang sehr viel lachten. Das war dieses Jahr im Juli. Neben den vielen Dingen, die mich an ihrer literarischen Arbeit faszinieren, gehört auch ihre außergewöhnliche Fähigkeit, Sprache so in Verszeilen zu organisieren, dass niemals das semiotische Gewicht der Worte, die sinnliche Wirkung ihres Wortzusammenspiels beschwert. Ihre Gedichte stellen synästhetische Wunderwerke dar, die man durch häufige Lektüren zelebrieren kann. Beispielsweise ein Gedicht, das geht so. Marie T. Martin, was zwischen den Gräsern verloren ging. Was zwischen den Gräsern verloren ging, Libellenlieder auf und nieder haben wir uns nach der Geburt getroffen. Selbst das Atmen ist zu laut, wenn ein Flügel über das Grün geht. Wird es bestimmt ein Verwandter sein? Oder liegt der Kiesweg vor der Wiese, still tippeln Füße über Steine, die sagen könnten, was sie wissen? Schachtelhalm, Knabenkraut, Wabenwürfel, Fühler spüren an den Fußsohlen, was du denkst. Auf und wieder, es ist nicht viel, was zwischen den Gräsern verloren ging. Freilich will irgendwas in mir insistieren, dass es völlig gleichgültig ist zu wissen, dass Marie T. Martin lange Jahre sehr schwer erkrankt war. Und schließlich diese Krankheit ihr Leben frühzeitig beendete. Doch so oft ich die dichte Sinnlichkeit dieser Poesie wahrnehme, spüre ich, bei aller tapferen Gelassenheit, die ich damals beim Telefonat an ihr wahrnehmen konnte, dass hier eine Poesie mit unglaublicher Wucht alles in die Sprache zu setzen versucht, was die Sinne aus der Welt saugen.
Zitat, selbst das Atmen ist zu laut, wenn ein Flügel über das Grün geht. Oder Fühler spüren an den Fußsohlen, was du denkst. Legen Sie neben dieses Gedicht einen kurzen Auszug aus Barbara Köhlers Prosa-Poem Die Dominospiele. Auch sie, Barbara Köhler, gehört zu den leiterprobten Dichterinnen, die, wie etwa auch Jean Krier, zu früh starben oder etwa wie Ernest Christopher Dawson, Hart Crane, Percy Shelley oder der kanadische Keats Archibald Lampman sehr früh dem Leben verloren gingen. In Barbara Köhlers Die Dominospiele heißt es jedenfalls, Zitat, ein Spiel mit den Augen, ein Spiel mit den Händen, die Rede der Gesten ins Netz, der Blicke geknüpft, Verfängliches und Gelöstes, wie Fragen zu Antworten, gewendet der nächsten Frage zu einer Fortsetzung der Gegenwart. Um einen Stein, um eine Möglichkeit, um ein Ornament wachsen zu lassen, auf dem grünen Blechquadrat zwischen den Spielern ein Labyrinth mit zwei Ausgängen und vergessener Mitte, die Figur, die ein Gespräch beschreibt, die Form nimmt es an, teilt es mit den Steinen, den Doppelquadraten, mit Augen, Schwarzen, auf abgegriffenem Weiß, zählen sie gleich zu gleich, zählen auf Grün neben Rot, 6 neben 1, zu 1 neben nichts, zu nichts zählen, erzählen einander eine Gegenwart, ein Geschenk und Präsent. Die Mischung aus Zufall und Geschick, das Mischen der Steine. Hören Sie das? Also hören Sie das? Diese alle Härchen aufstellende, detaillierte Hingabe an das Wahrnehmbare. Selbst das geometrische Bildprogramm des Dominospiels ist durchdrungen von Variationen auf Stoff und Beschaffenheit. Ein Quadrat ist nicht einfach ein Quadrat, wie es Euklid gemocht hätte, sondern ein Blechquadrat. Die Konzentration auf die Spielsteine versäumt indes nicht, jene, Zitat, Augen, Schwarzen auf abgegriffenem Weiß spürbar zu machen, die vom Gegenspieler oder Mitspieler herüberleuchten. Das Dominospiel wird der Autorin zu einem Ritual der absoluten Präsenz. Und für Barbara Köhler, 1959 bis 2021, hatte sich an diesem intensiven Grad des Spiels offenbar auch das Gedicht zu messen. Ich muss, wenn das Schreiben so nah am Grab stattfindet, manchmal an eine Passage denken, die sich im Nachlass des französischen Philosophen Paul Ricoeur findet. Die Stelle bestürzt mich, so oft ich an sie denke. Ricoeur liegt erschöpft auf einer Palliativstation nahe Paris und beobachtet andere Patienten, die vor seinen Augen hinsterben. Tag ein, Tag aus scheiden sie aus dem Leben, Männer wie Frauen, Junge wie Alte. Ricoeur lebt aber noch ein bisschen und notiert, was er sieht und denkt, bis ihm der Tod die Stift aus der Hand nimmt. Zitat, dann noch dies, was die noch verbliebene Fähigkeit zu denken beschäftigt, ist nicht die Sorge darum, was nach dem Tod ist, sondern die tiefsten Lebensquellen dazu zu mobilisieren, sich noch zu behaupten. Zitat Ende. Stärker als die Sorge um die Unsterblichkeit der Seele scheint der Wille zu sein, Zitat, sich zu behaupten. Will heißen, die Behauptung des Selbst in all seiner diesseitigen Ausdrücklichkeit, will sagen, sein ausdrückliches Vertun der Zeit zu eigenen Bedingungen, seine Zeit selbst ausdrücklich machen, die Lebenszeit. In diesen zugegebenermaßen etwas morbiden oder maladen Zuständen tritt diese Art von präsentischer Sinnlichkeit vielleicht mehr in den Vordergrund. Weniger ist das Bewusstsein in komischen Rekapitulationen, Revuen, Retrospektiven oder Reminiszenzen verfangen. Weniger bedrohlich wirken die Schlingen und Erfordernisse des auf den nächsten und übernächsten Tag, Monat, Jahr vorausschauenden Geists. Präsentische Sinnlichkeit. Könnte das ein Fundament für kranke Gedichte sein? Präsentische Sinnlichkeit. Sicherlich. Unvollständige, brüchige, naive Sinnlichkeit, auch selbstbezogene, schamlose Sinnlichkeit. Nein, nicht tröstende Präsenz, nicht stärkende Präsenz,
Eine Sinnlichkeit, von der nichts zu erwarten wäre, sondern nur die, nur eben das ausdrücklich ist, was sie ist. Ist das zu einfach? Ist das Ihnen zu wenig? Sie wünschen sich, die Poesie wäre eine Form der Erkenntnis, ein Scharnier in der Reformation der Menschheit. Sie wünschen, die Poesie diente zur pädagogischen Vertiefung des Charakters als eine Zuchtmeisterin der Empathie und Humanität, eine tapfere Zeugin, ein schneidendes Schwert, Brandrede, Mahnung, Verteidigung. Wünschen Sie sich die Poesie als Reisebegleiterin für erlebnisarme Stubenhocker, verbale Höllenfahrt, Safari, Sternenkundlerin oder Agronaut? Okay, die Poesie ist für viele Leute viele Dinge. Viel Glück damit. Lassen Sie mich aber bei diesen kranken Gedichten bleiben. Vor einigen Jahren entwickelte ich einen Begriff, den ich mir damals als eine Art hermeneutische Kategorie vorstellte. Der Begriff vermischt unrein Lateinisches mit Griechischem. Er heißt Salutonormativität. Der Begriff ist im Übrigen halb geklaut. Salutonormativität. Die amerikanische Philosophin Judith Butler schuf vor vielen Jahren den Begriff Heteronormativität, um eine Perspektivierung in gesellschaftlichen Narrativen zu benennen. Heteronormativität meint, dass alle unsere Institutionen, unsere Normen, Verhaltensweise, auch unsere Sprache von einer heterosexuellen Perspektive her gedacht sind. Ich wollte in Anlehnung an Butler einen neuen Begriff vorschlagen, der unsere Denk- und Verhaltensweisen im Hinblick auf Krankheit und Gesundheit verstehbar macht. Salutonormativität heißt, alles ist von und für gesunde Menschen gedacht. Die Institutionen, die Metaphern, die Vorstellung des gelingenden Lebens, unsere hinkenden Vergleiche, unsere religiösen Kategorien, die Vorstellung des Jenseits, die Vorstellung vom Gesunden, die Vorstellung vom Kranken, die Bücher der Anatomie und der Pathologie sind von Gesunden verfasst. Die Gesetze, inklusive des Sozialgesetzbuches, ist vornehmlich von gesunden Juristen verfasst. Ebenso die Wörterbücher, die Katechismen. Und Kranke stehen naturgemäß quer zu diesen gesunden Paradigmen. Die gesunde Sprache, die wir verwenden, die wir erlernen, ist dominiert von einer unverschämten Vitalität. Ungebrochen und höchstens hier und da von etwas Melancholie betrübt. Die Sprache, die ich meine, aber kommt aus der Insuffizienz. Sie ist brüchig, höchst labil, sie ist vornehmlich sinnlich. Sie ist dem Körper abgerungen, feiert ihn. Sie versucht, die ästhetische Erfahrung, gerade die poetische Erfahrung, beim Körper beginnen zu lassen. Sie ist detailversessen. Ja genau, bei den Lauten und Geräuschen, die der Körper erzeugt. Bei den Organen, die diese Klänge hören. Sie sucht das Präsentische, sie sucht die präsentische Nähe des Sinnenlebens. Aber ist es wichtig zu wissen, ob ein Gedicht von einem gesunden oder chronisch kranken Menschen verfasst worden ist? Oder nochmal gefragt, ist es von Belang, ob eine Frau, ein Mann, ein hetero- oder homosexueller Dichter ein Poem verfasst hat? Gibt es also eine Art Haltung, einen Zustand, eine Verfassung, aus der eine solche Art von präsentischer Unbedingtheit ihre ästhetische Kraft entwickelt? Ich möchte Ihnen zwei Figuren vorstellen. Eine Figur ist der liebe Lenny Small aus John Steinbecks Roman Of Mice and Men. Lenny ist freilich eine fiktive Figur. Die zweite Figur gehört in den Umkreis meiner Lebensbekanntschaften. Sagen wir mal so, diese zweite Figur ist nur halb erfunden und heißt Walz, der junge Walz, Sohn von Dr. Walz, dazu gleich mehr. Ich stelle Ihnen diese beiden Figuren vor, um das mehr oder weniger freizulegen, was ich in der ersten Vorlesung die Sehnsucht nach der Sehnsucht nannte. Eine athematische Sehnsucht, die selbst gar keinen Begriff ihrer Erfüllung hat, sondern ausschließlich aus der Empfindung einer immer sinnlich stärkeren Sehnsucht gespeist wird. Arbeiten wir uns jedoch erst einmal zu John Steinbeck vor, beziehungsweise zu Lenny Small. Im November 1785 verfasste der schottische Nationaldichter Robert Burns ein Gedicht, angeblich noch auf dem Acker mit dem Pflug in der Hand. Ursprünglich verfasste er sein Poem in Scots, also dem ca. noch 1 Million Menschen gesprochenen westgermanischen Dialekt im Norden Europas. Bekanntheit erlangte freilich dieses Gedicht des Romantikers in seiner englischen Fassung. Die Titelzeile liest sich fast wie eine Inhaltsangabe. To a mouse. On turning up
in her nest with the plow, November 1785. To a mouse. Ist ein gutes Beispiel für die jämmerliche Hypersensibilität der Romantik. Ein wahres Mäuserequiem, das der Dichter wohl aus Gewissensqualen verfasste, da er beim Pflügen auf dem Feld ein Mäusenest zerstört hatte und so den darin kauernden Kleinsäuger unabsichtlich, aber doch unerbittlich den Elementen preisgegeben, dem Tod anheimgegeben hatte. Das Mäuschen hatte alles richtig gemacht, sich für den Winter im Nest eingekuschelt, winterfest und wohl versorgt, doch die brutale Zufälligkeit der Schöpfung wollte es anders und das Werk eines vorsorgenden Mäusesommers war dahin, als der romantische Dichter Robert Burns mit seinem scharfen Pflugscharten über das ihn nährende Feld ging, Zeile um Zeile. Das aus 8 weinerlichen Zestinen bestehende Gedicht To a Mouse erkundet die Pein des Dichters. Sie adressiert im Mäuschen den Weltschmerz des Selbst. Ich weise nur auf die vorletzte Strophe hin, aus der John Steinbeck, 100 Jahre später etwa, nicht nur den Titel eines Romans gewann, sondern die gesamte Psychologie, das gesamte verflixte Schicksalsgebräu in Of Mice and Men ableitete. But mouse, you're not alone. Improving foresight may be vain. The best laid schemes of mice and men go oft awry and leave us nothing but grief and pain for promised joy. Adolf Laun übersetzte schon Mitte des 19. Jahrhunderts: Doch Mäuschen, du zeigst nicht allein, dass Vorsicht kann vergeblich sein. Der beste Plan von Mann und Maus gelingt oft nicht und Leid und Kummer bringt uns dann, was Lust verspricht. Natürlich spreche ich von dem gutmütigen, stark gewachsenen und intellektuell zurückgebliebenen Lenny Small und seinem gesunden Freund George Milton. Der Roman spielt im Milieu der kalifornischen Wanderarbeiter während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber was ist der dunkle Vorbote, von dem man in der Erinnerung an das Mäusegedicht von Robert Burns beschlichen wird, die wie eine tragische Ironie über dem gesamten Roman liegt? The best laid schemes of mice and men go oft awry and leave us nothing but grief and pain for promised joy. Der intellektuell behinderte Lenny ist seinem Freund George unfehlbar treu. Sie sind John Steinbecks Don Quixote und Sancho Panza als kalifornische Erntehelfer. Lenny träumt davon, das mühevolle Leben hinter sich zu lassen, um mit George einmal irgendwo ein eigenes Häuschen zu haben, wo sie Kaninchen züchten. Am Höhepunkt der Handlung wird Lenny versehentlich die einzige Frau auf der Farm töten, wo sie gerade arbeiten. Daraufhin möchten die Bewohner der Farm den geistig zurückgebliebenen Delinquenten lynchen. Um Lenny diese leidvolle Schande zu ersparen, erschießt ihn sein Freund George, bevor die Meute ihn in die Hände bekommt. Schauen wir uns mal diese Szene kurz an. Lenny ist allein im Pferdestall der Farm, als Curlys Frau hereinkommt. Verzeihen Sie dem alten Steinbeck die etwas überzeichnete allegorische und parallelisierende Erzählweise. Curlys Frau tritt herein. Lenny sighed deeply. From outside came the clang of a horseshoe on the metal and then a chorus of cheers. Somebody made a ringer, said Curly's wife. Now the light was lifting as the sun went down and the sun streaks climbed up the wall and fell over the feeding racks and over the heads of the horses. Lenny said, maybe if I took his pup out and throwed him away, George wouldn't never know, and then I could tend the rabbits without no trouble. Denn Lenny hatte schon wieder etwas angestellt, einen kleinen Welpen erschlagen, war aufgeregt, dass George dies herausfinden könnte und sauer auf ihn wäre. Curly's wife sagte aber, don't you think of nothing but rabbits? We're gonna have a little place, Lenny explained patiently. We're gonna have a house and a garden and a place for alfalfa, and that alfalfa is for the rabbits, and I take a sack and get it all full of falafa, and then I take it to the rabbits. She, Curly's wife, asked, what makes you so nuts about rabbits? Lenny had to think carefully before he could come to a conclusion. He moved cautiously, close to her, until he was right against her. I like to pet nice things, Lenny said. Once at a fair, I seen some of them long-haired rabbits, and they was nice, you bet. Sometimes I've even pet mice, but not when I could get nothing better.
Lenny und Curlys Frau scherzen miteinander. Er rückt näher, beginnt sie zu streichen. Lenny kann sie nicht richtig deuten. Er kann sich auch nicht beherrschen. Die Situation entgleitet ihm. Plötzlich ist alles falsch. Lenny was in a panic. His face was contorted. She screamed. Then Lenny's other hand closed over her mouth and nose. Please don't, he begged. Please don't do that. George will be mad. George's gonna say I done a bad thing. He ain't gonna let me tend no rabbits. Curlys wife versucht zu schreien. Der überstarke Lenny drückt fest dazu. And she continued to struggle and her eyes were wild with terror. He shook her. Then, and he was angry with her. Don't you go yelling, he said, and shook her. And her body flopped like a fish. And then she was still, for Lenny had broken her neck. Da ist es. Die verfluchten Zeilen von Robert Burns. Der beste Plan von Maus und Mann gelingt oft nicht und Leid und Kummer bringt uns dann, was Lust verspricht. Es scheint mir nur immer wieder erstaunlich, dass Steinbeck instinktiv, anders als Burns, aus diesem Clusterfuck kein Verhältnis aus Herrschaft und Unterwerfung konstatiert. Es gibt nicht auf der einen Seite den Ackerbau des mächtigen Pflugbesitzers und auf der anderen Seite die geknechtete Kreatur, die kleine verdammte Maus. Stattdessen existiert bei Steinbeck etwas, das nicht die erzählte Welt säuberlich in Opfer und Täter einteilt. Die Rollen sind geprägt von Spiegelungen und Frakturen, eines tiefer liegenden Zusammenhangs. Dieser Zusammenhang lässt sich nicht als eine unsichtbare Hand beschreiben. Weder Providenz noch Determinismus sind hier am Werk. Auch nicht, wie es vielleicht die Griechen gemocht hätten, das unauslöschlich Präskriptive, Vorwegnehmende, Unausgesprochene der Tragödie. Vielmehr geschieht in Of Mice and Men jedes Unglück und jede Regung nach Freiheit, jede Hinwendung zum Nächsten, jede Lust, etwas oder jemanden zu streichen oder zu liebkosen, jede Mühe, jede Beherrschung und Unterwerfung, die Summe von utopischen Fantasien, alles Streben, selbst die Vernichtung von Leben und der Ausbruch blinder Wut bei einem Lynchmob oder von einem geistig behinderten Menschen geschieht aus einer fast unzurechnungsfähigen, unschuldigen Sehnsucht nach der Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die ohne Ziel, ohne Erfüllung ist, die immerfort die unwiderstehliche Hingezogenheit zur unbestimmten Erwartung des nächsten Augenblicks ist. Das ist die Zumutung Steinbecks. Und das Spiel seiner Figuren hinterlässt weder eine pädagogische Moral noch eine zerknirschende Betäubung. Sie macht die Leser weder tiefer noch gescheiter. Sie hinterlässt ein großes Erstaunen, ein Bündel an hinkender Vergleiche, den Kater nach dem Rausch, die Verwunderung über die hingestrichene Zeit nach dem Spiel, das sinnlich lichte und helle Gefühl vom Hier und Jetzt, die absolute Präsenz. Ich komme nun zur zweiten Figur. Also die, die nur halb erfunden ist. Am Ort in Unterfranken, wo ich wohne, gibt es einen Antiquar, der hat drei Söhne. Ich nenne ihn vorübergehend und jetzt für jetzt ausnahmsweise als diesen Antiquar einfach einmal Dr. Walz. Vielleicht sollte ich präzisieren. Dr. Walz ist Antiquitätenhändler und Möbelrestaurator, der aus einer lang eingesessenen Schreinerfamilie am Ort stammt. So ein bisschen wie Dan Brown, nur in Mundart. Die beiden Älteren der drei Jungs vom Antiquitätenhändler bzw. Möbelrestaurator Dr. Walz wollten von dem väterlichen Geschäft nichts wissen und wandten sich sofort nach dem Abitur dem Wirtschafts- bzw. Arbeitsrecht zu. Neben dem Haus von Dr. Walz steht eine hochgiebelige, zur Ausstellungs- und Lagerhalle umgebaute Scheune, deren Fachwerk peinlich akkurat, peinlich üppig und dekorativ restauriert worden ist. Durch den Meister Dr. Walz selbst. Alles, was er ankauft oder von irgendwoher anschafft, restauriert er in dieser Weise. So steht diese Scheune, / Ausstellungs- und Lagerhalle in Unterfranken, voll von hochglanzpolierten, in ihrer Ancienität makellosen Schaufelstühlen aus der Biedermeierzeit, lagernder, wuchtige Bettrahmen aus Mahagoni, die ohne Matratze wie das Floß der Medusa aussehen, oder stehen da rautenförmige Kommoden herum, die hüfthoch auf sanft gekrümmten akazienhölzernen Beinen mit greifvogelartigen Füßen ruhen und ihre akanthusartigen Schubladengriffe penetrant silberne glänzen lassen. Leere Bilderrahmen sind dort im Stil des Barocks und des Rokoko. Sie lehnen wie nicht mehr gespielte Schallplatten an einer schweren Eichentruhe, worauf ein ausgestopfter Schwan mit offenen Flügeln ragt, den man mit gespreizten Füßen beim Präparieren
wohl auf eine Schieferplatte angeschraubt und mit Hilfe einer dekorativen Felsattrappe gestützt hat. Es gibt zahlreiche Geweihe, auch eine Wühlkiste mit Türgriffen. Hatte ich schon die 4 oder 5 sogenannten Frankfurter Schränke mit den wuchtigen gekehlten Türpaneelen erwähnt, die etwas staubig hintereinander gereiht auf ein neues Zuhause warten? Im eigentlichen Wohnhaus von Dr. Walz, also der Familie Walz, setzt sich dieses Bild, wenn auch aktiv bewohnt, fort. Dort sieht es nicht wenig anders aus. Jedes Zimmer, von den gewölbten Kellerräumen bis unter den Dachfirst, jeder Winkel und jede Flucht steht voll mit überrestaurierten Möbeln, die jener Dr. Walz vollmundig gewählt gerne auch als Objekte bezeichnet. Nur sind diese im Gegensatz zum Schaulager quasi bewohnte Möbelstücke. Will sagen, sie hängen voll mit spitzenumsäumten Häkeldeckchen, Kannen und Krügen aus Ton, Tischdecken, aufziehbaren Standuhren, blumenlosen Vasen, tordierten Leuchtern aus Zinn oder vergoldetem Messing, Bücherecken und kleinen Gussfiguren, militärisch aufgereihte Enzyklopädien und Lexika. Kein Quadratzentimeter an der Wand, die ohne ein Gemälde oder Geweih wäre, keine Wandfläche ohne Eisen oder Holzstich, keine Ecke ohne eine Skulptur, die etwas ratlos auf einem würfelförmigen Sockel stünde. Die rustikal gekachelten Fußböden sind eingekleidet in schweren Perserteppichen, wollenen Läufern und Stufenmatten. Die geräumige Küche schließlich ist ein einziger nostalgischer Werkraum zur hingebungsvollen Nahrungsaufbereitung, darin historische bzw. technisch völlig überkommene Küchenwerkzeuge herumliegen, abgekämpfte Kartoffelstampfer, handbekurbelte Fleischwölfe, Kräuterknüpferpressen, Nudelhölzer mit Rollen aus Delfter Porzellan, Wiegenmesser mit Doppelklinge und so weiter. An jedem Küchenschrank findet sich ein anders gestalteter Knauf. Es gibt ein ganzes Magazin an Untersetzern und Topflappen. Nicht zu schweigen vom Service und vielteiligen Essgeschirr selbst. Die penible, als perverse grenzende Detailliertheit seiner Lust an materiellen Gegenständen gipfelte in diesem geschichtlich nicht unbedeuteten Kücheninventar. Denn Dr. Walz war nicht nur Händler, sondern auch Sammler. Jetzt kommt mein Punkt, warum ich das erzähle. Unter anderem, weil es ist dies. Ich würde nicht unbedingt behaupten, dass Dr. Walz ein gebildeter Mensch war. Er war eher kundig, kenntnisreich, raffiniert, ein bisschen obsessiv. Er war definitiv ein Messi. Ich sage, er ist nicht gebildet, sondern eher kundig. Ja, er ist ein totaler Messi. Will sagen, er verfügte über eine fast beängstigende Materialkenntnis, beherrschte aus vielbewandtem Umgang und Erfahrung die Verfahren und Techniken, auch in ihrer Historizität, und wusste, die exotischen Hölzer und Farbmischungen zu besorgen. Dr. Walz vermochte seinen Kunden historisch hinsichtlich der Pflege der Möbelstücke und ihrer Provenienz umsichtig zu informieren. Trotzdem war er eher kundig als gebildet. Wenn ich so überlege, denke ich, dass die beiden älteren Söhne deshalb zur Rechtswissenschaft gingen, gerade weil sie instinktiv merken mussten, dass eben dies, also eine Fähigkeit, Dinge abzuwägen, zu kontextualisieren, sie aus einer ästhetischen, lebenspraktischen, ethischen und prinzipiellen Perspektive anzuschauen, ihnen eine Sinnrichtung zu geben, kurz um sie zu beurteilen, eben diese Fähigkeit im höchsten Maß fehlte bei dieser kundigen und beflissenen Familie. Daher flohen die beiden älteren Söhne in die Jurisprudenz, denn wer Gesetzesnormen kennt, bei dem fällt ihm mangelnde Urteilskraft weniger auf. Aber ich schweife ab. Ich wollte über den jüngsten Sohn sprechen, der 2, 3 Jahre jünger war als ich selbst. Wenn ich als Jugendlicher manchmal das Haus betrat, weil ich mit dem jüngsten Sohn befreundet war, erdrückte mich das stickige Klima der Räume, die dichte, statische, staubfettige Luft, auch das ungefähre Schummerlicht, das die Lampenschirme, die bleiverglasten Lampen, gedimmt in den Raum entwichen ließen, war bedrückend. Immer kam mir das Haus beengt und zugestellt, irgendwie verhindert vor, obwohl es im Grunde riesig war und viele Schätze barg. So oft ich den alten Walz sah, war er auf der Suche nach irgendwas. Sicher, einiges von dem, was der Dr. Walz in seinem Antiquitätengeschäft restaurierte und wiederherstellte, war elegant, auch stilvoll. Sein Geschäft lief auch prima. Die Autos von überall her parkten in der Straße. Leute kamen aus Würzburg, auch aus Frankfurt oder Darmstadt und Wiesbaden, um sich in seinem Schaulager umzuschauen und ein kostbares Möbelstück zu ergattern. Aber der jüngste Sohn von Dr. Walz und ich wollten damals davon kaum Notiz nehmen.
Beziehungsweise der jüngste Sohn hatte im Grunde überhaupt keinen Zugang zu dieser überrestaurierten Welt, in der er sich jeden Tag bewegte, in der er aufwuchs. Immer wenn ich rüberkam und mein frisiertes, funkferngesteuertes Rennauto mitbrachte, richteten wir die Möbelstücke bzw. die Objekte im Lager wie zu einem Parcours her. Das kleine rote Rennauto düste dann mit voller, aufgeladenen Batterien unter den Schränken und über die Schreibtische hin und sprang über eine aus einem dünnen Brett und drei Büchern errichteten Schanze durch einen leeren Bilderrahmen, um dann auf einem verschlissenen Chaiselon zu landen beziehungsweise in ein Tischbein zu crashen. Immer wenn das passierte, freute sich der jüngste Waldsohn. So oft das Auto irgendwann hängen blieb oder einen Sprung nicht schaffte und auf den Boden krachte, sprang er vor Freude auf und zeigte mit dem Finger in die Richtung der Unfallstelle. Boom, 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 schrie er. Vor Aufregung brachte er manchmal die Worte gar nicht heraus. Großes Boom, und der Schrank, da, Schrank, boom, Auto, boom. Der jüngste Sohn von Dr. Walz ist geistig behindert. Als meine Familie nach Deutschland kam, hatte ich nicht viel Freunde. Ich musste auch ein Jahr Schule wiederholen, um richtig Deutsch zu lernen. Aber den jungen Walz lernte ich trotzdem kennen. Ich sah ihn jeden Tag. Denn obwohl meine Eltern bei der Einschulung in Amerika und dann auch beim Schulwechsel nach Deutschland zweimal von der Schulbehörde zu beiden Seiten des Atlantiks die freundliche Empfehlung erhielten, dass auch ich als schwerbehindertes Kind auch in die Sonderschule gehen sollte, fuhr ich jeden Morgen nach Aschaffenburg mit dem Bus ins Gymnasium. Um es abzukürzen, ich fuhr mit dem Bus in die Stadt zum Gymnasium, wo ich auch den jungen Walz an der Haltestelle traf, der zur Sonderschule fuhr. Wir fuhren alleine. Ich ins Gymnasium, er in die Sonderschule oder Hilfsschule oder wie man es sonst nennt. Nachmittags bauten wir die abenteuerlichsten Parcours für das ferngesteuerte Rennauto und ließen das Ding flitzen, dass es nur so krachte. Der junge Walz mochte nämlich nichts von der väterlichen Finesse begreifen, diesen kundigen, aber ungebildeten antiquarischen Eifer überhaupt nicht verstehen. Aber er war ebenso wie ich von dieser vollgestellten und überrestaurierten Welt so fasziniert, dass wir sie beständig umstellten und umrangierten, um unser Rennauto immer gefährlicher und wagnisvoller hindurchrasen zu lassen. Wir verweigerten uns nicht, lehnten diese eingelagerte, antiquarische Welt ja keineswegs ab. Wir gingen nur anders mit ihr um. Wir spielten zwischen diesen Fassadenschränken und Kirschholzkonsolen, und zwar eine Kommode im Renaissance-Stil, nicht eine vornehme Imitation des 19. Jahrhunderts, sondern ein willkommenes Hindernis oder hüfthohe Brücke zum nächsten Streckenabschnitt für den ferngesteuerten Rennwagen, der hübsch über die Intarsien schrammte. Die spätere Rebellion gegen die väterliche Antiquitätenmanie fiel bei dem jungen Walz naturgemäß anders aus als die der beiden älteren Walz-Brüder. Denn der junge Walz gründete vor einigen Jahren, wie mir meine Schwester neulich erzählte, zusammen mit einem Geschäftspartner eine Entrümpelungsfirma. Es gab sogar in der Lokalpresse über dieses unternehmerische Wagnis einen ganzseitigen Bericht. Zwei Jungs, die auf der Sonderschule Klassenkameraden waren, machten jetzt gemeinsam eine Entrümpelungsfirma auf. Ja, das stickige Elternhaus mit dem orange gedimmten Licht brachte einen Experten im Entrümpeln hervor. Einen engagierten Vorarbeiter des Minimalismus, die Carte Blanche, ein Magier der Tabula Rasa, the Blank Slate. Und ich sehe ihn vor mir, wie dieser kräftige, ja muskulöse, immer etwas ziellos lächelnde Junge aus irgendwelchen Häusern und Wohnungen sperrige Möbel schleppt, um sie in einem Container zu werfen und dann entzückt, boom, 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 kreischt. Sobald die ausrangierten Stücke der Haushaltsauflösung im riesigen Müllcontainer krachend landen. Boom, boom, boom. Der junge Walz, so stellte ich mir vor, verfügte über eine sichere Urteilskraft. Alles muss weg. Ich stelle mir den jungen Rümpelwalz vor, wie er das Haus einer verstorbenen Alten betritt. Er kommt ins Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch tickt noch ein vergilbter ovaler Wecker mit phosphorisierendem Ziffernblatt. Daneben liegen noch 4 oder 5 Haarnadeln, die jetzt ohne Besitzerin sind. Der junge Walz ist in diesem Raum, darin noch überall wie Abdrücke und Schatten die Lebensspuren einer alten Frau sind. Sogar die vornehmen Schuhe und den Nerzmantel hatte sie schon für den Sonntagsgottesdienst herausgenommen, am Abend, bevor sie heimging. Doch jetzt steht der junge Walz im Auftrag der Nachkommen da. Er ist ohne Pietät.
Er hat einen Job zu erledigen. Was er sieht, ist ein Raum voller Objekte. Er spürt die Dichte des Raums, die er nach und nach lichten wird. Er hat die Brechstange dabei, denn alles soll demontiert und entsorgt werden. Auch die Blusen im Schrank, die Handtücher im Schrank, alles weg. Boom, 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 freut sich der junge Walz. Er ist anders als der Sensemann und der Tod, der vor ihm den Raum betreten hatten, um die Alte hinüberzuführen in die längste Nacht. Der junge Walz geht mit der Brechstange vor, neutral, gutmütig, etwas hyper, aber nicht lieblos. Er hat, so scheint mir, große Freude bei seiner Arbeit. Es ist genau die richtige Arbeit, die er tun kann. Objekte umstellen, zerlegen, herumschleppen, mal mit etwas mehr Gewalt, mal ganz leicht, bringt er alles klein, schafft er im Raum ein neues Verhältnis. Im Gegensatz zu seinem Vater Dr. Walz irrt der junge Rümpelwalz nie umher und sucht nie irgendwas, das er irgendwo einmal hatte. Es ist nicht so, dass er dabei den Möbelstücken gegenüber gleichgültig wäre. Es ist nur so, dass sie ihm mehr Gegenstand als Objekt sind, dass sie ihm unzählige Gelegenheiten geben, sie hochzuheben, sie runter oder hochzuschaffen. Sie sind ihm auf eine ganz besondere Weise Material. Aber lassen wir das. Ich will nur eine Begebenheit berichten, die der junge Walz und ich vor vielen Jahren zusammen erlebten. Er ist, wie gesagt, geistig behindert. Wir stehen in einer Kapelle, wo die hölzerne Empore der gegenüberliegenden Kirche vor Jahrzehnten hingeschafft und eingelagert worden war. Dort lagerten also die Balken des 16. Jahrhunderts auf einem um einen Meter lange Inschrift eingraviert. Der junge Walz und ich hatten uns freiwillig gemeldet, um beim Abtransport des Holzes aus der Kapelle zu helfen. Damals war extra aus München der Landeskonservator, der wohl ein äußerst enger Freund des Pfarrers war, angereist und wir standen alle um den Balken mit den Inschriften, die, wie es auf dem Land häufig vorkam, halb lateinisch, halb im Dialekt abgefasst und in schön geformten Buchstaben eingeschnitzt waren. Die Inschriften waren keineswegs aus einer Auskunftslust angebracht worden, sondern schmückten das Holz. Ich kapierte nichts, weil ich im Latein miserabel war und blieb immer etwas auf Abstand. Der junge Walz stand ganz dicht am rissigen Balken, fuhr, während die Sachverständigen sich unterhielten, jeden Buchstaben, jede Kerbe, jeden eingeschnitzten Bogen, jedes Schnörkel fuhr er mit dem Zeigefinger nach, drückte seine Finger ganz fest auf die Buchstaben. Er war dabei ganz in sich versunken. Fühlte er die Generationen an Händen und Fingern, die ebenso auf diesem Gebälk hin und her gefahren waren, bis endlich der Gottesdienst vorbei war, bis die Messe gelesen, das funkelnde Mirakel vollzogen war? Kennen Sie die Ausführungen des italienischen Philosophen Emanuele Coccia? In seiner Philosophie des Sinnenlebens heißt es an einer Stelle, ein Medium, Zitat, ein Medium ist genau diese zusätzliche Welt, die nach der Natur der Dinge und Gegenstände kommt, aber vor der Seele, der Psyche verharrt, als hielte es auf der Schwelle der Geschichte und Kultur inne, nachdem es das Naturreich verlassen hat. Das Sinnenleben überschreitet die Natur und Identität der Dinge, weil es den Auszug der Formen aus ihrer materiellen Existenz darstellt, aber nicht notwendigerweise den Zugang zur Geschichte eröffnet. Ich beobachte, wie der junge Walz immer wieder zum Beispiel den Doppelbogen eines S nachfuhr und Rundung eines Rs oder die beiden Geraden eines Ts. Er fühlte jede Unebenheit der Buchstaben, die ihm kognitiv zeichenlose, sinnlich einnehmende Flächen und Oberflächen sind. Er erlebt die Buchstaben. Er wird sie nicht verstehen und vielleicht ist es nicht einmal wichtig, dass es Buchstaben sind. Er erlebt die Inschrift. Während die Sachverständigen plaudern, während ich mich langweile, ist er ganz vertieft in die abgegriffenen Reliefs dieser Inschriften. Er beobachtet und spürt seinen Finger, wie er übers Holz geht. Irgendwann lacht er auf. Tief, ganz tief, ich auch tief. Ich will nicht sagen, dass der junge Walz an diesem Tag der einzige Teilnehmer war, der ein ästhetisches Erlebnis mit diesen Inschriften hatte. Aber vielleicht sollte man darüber nachdenken. Ich weiß schon, die Geschichte ist ein bisschen viel. Es ist sicherlich, Sie verzeihen mir, ein bisschen Romantisches in meine Schilderung des Generationskonflikts der Walzen gekommen.
Aber hören Sie noch einmal Immanuel Kotscher, dessen elementare Denkweise und Haltung zur Welt noch viel stärker in den Bereich der Poesie konsequent getragen werden müsste. Kotscher ist im Übrigen auch der Autor von Die Wurzeln der Welt, eine Philosophie der Pflanzen. Anders als Goethe oder Ernst Haeckel oder Rudolf Steiner oder Peter Sloterdijk oder wie auch all die anderen urteilsschwachen bzw. urteilslosen Obskuranten auch heißen mögen, diese naiven antiquarischen Denker, anders als diese landet Kotscher nicht bei einer dumpfen homöopathischen Philosophie, die vielleicht in Waldorfschulen Begeisterung fände. Nein, nein, Kotscher bringt eine frische, ästhetisch noch einzuholende Denkung auf den Plan. Hören Sie selbst, Zitat, wer die Menschen und das Leben schlechthin zum Vergeistiger des Dinglichen macht, irrt. Leben ist auch die Fähigkeit, den Geist zu verdinglichen, zu objektivieren, zu entfremden. Und die erste Form der Entfremdung und der Verwirklichung des Geistes ist ausgerechnet das Sinnliche. Das Sinnliche ist nicht nur der Ort der Abstraktion, an dem die Form der Materie gelöst wird, sondern auch vor allem der Prozess der Verdinglichung, der Entfremdung, der Versinnlichung des Geistes und des Subjektiven. Und dann vielleicht der wichtigste Satz. Wo Sinnenleben existiert, werden Objekt und Subjekt zu Polen einer Bewegung in zweierlei Richtung. Die Medien verwandeln Dinge in Geist, erlauben dem Geist jedoch auch eine Annäherung an die Dinge, das Anverwandeln weltlicher Existenz. Dieses Anverwandeln allerdings bleibt, wie Immanuel Kotscher erinnert, stets Annäherung, bleibt immer Sehnsucht nach der Sehnsucht. Ist dies eine Sehnsucht, die ohne Ziel, ohne Erfüllung ist, die immerfort die unwiderstehliche Hingezogenheit zur unbestimmten Erwartung des nächsten Augenblicks ist und darin Antrieb zum beständigen Spiel, Zug um Zug, Verszeile für Verszeile. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt im Grunde spontan nach der Vorlesung zusammen. Ich habe die Vorlesung jetzt auch zum ersten Mal gehört und vielleicht ist das gerade das Schöne, dass wir jetzt darüber reden können. Im Grunde stellvertretend für Sie, die uns zuschauen. Zunächst der Einstieg hat mich sehr berührt, weil ich die Dichterin Marie T. Martin kenne, jetzt muss ich sagen, kannte. Ich habe sie kennengelernt durch den MDR Literaturwettbewerb, dort hatte sie einen Preis bekommen und jetzt höre ich, dass sie gestorben ist. Ich wusste schon von ihrem Verleger. Sie hat ja im Poetenladen, im Verlag Poetenladen in Leipzig veröffentlicht, dass sie ja in einer finalen Phase ist. Und dann sagte der Verleger diesen Satz, und der bringt mich eigentlich darauf, jetzt nochmal nachzufragen. Und sie hat jetzt, das war ja dann ihr letzter Gedichtband, den sie veröffentlicht hat, und der Verleger sagt, der war großartig. Sie hat da zu einer Intensität und zu einer Sprache gefunden, die sind großartig. Ja, im Moment des Todes, im Grunde das war schon der Schatten, der über diesem Schreiben lag, hat sie diese Tiefe gefunden. Das ist ja auch im Grunde ein Ansatz für dich. Es ist natürlich ein schwieriger Ansatz. Wir können nicht dem Dichter eine Krankheit zum Tode wünschen, damit eine solche Tiefe entsteht. Sicher. Aber trotzdem hast du diesen Gedanken suggeriert. Also ich glaube, ich habe das Erstaunen ausgedrückt, dass ich in der Lektüre von diesen Texten, das mich überwältigt hat. Also dass, als ich im Juli mit ihr telefoniert habe, hat sie gesagt, sie nimmt jeden Tag, wie er kommt. Sie war aber auch voller Pläne und wir haben wahnsinnig viel gelacht. Also wir haben nicht thematisiert, welche Labilitäten und welche Unbill sozusagen über allem schwebt. Und was mich aber erstaunt hat einfach, ist, dass diese Gedichte, und natürlich kann es auch eine Rückprojektion sein, aber wie kleine Widerhaken in die Wirklichkeit, in diese Welt
die sie verlassen hat, wirken. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeblättert. Ich habe auch die späten Gedichte von Jean Krier, der was gleich 2015 auch an einem Herzleiden gestorben war, auch in Freiburg, oder der Barbara Köhler. Und es wird dann unheimlich, ne? Wie diese Texte dann plötzlich, und man weiß nicht, ob das eine Einbildung ist, eine Autosuggestion oder sowas, aber plötzlich hat man das Gefühl, diese Texte haben nochmal eine ganz andere Intensität, sie haben eine ganz andere Bildsprache. Und ja, jetzt können wir vielleicht sagen, es ist vielleicht nicht einfach so eine Art Pietät zu sagen, dieser letzte Gedichtband rafft sich nochmal auf, sondern dieser letzte Gedichtband ist nochmal quasi ein Bogen, der einfach auch viel weiter hätte gehen können. Und das ist vielleicht das Erstaunliche, was dieser Zustand macht. Eine große Steigerung, sagte der Verleger. Hm. Du hast ja für diese innere Intensität, die dann erreicht wird, diesen Begriff geprägt, präsentische Sinnlichkeit. Mhm. Vielleicht nochmal, um das zu verdeutlichen, präsentische Sinnlichkeit, auch sehr schön abgesetzt von der Poesie als Sklave der Erkenntnis, mhm. also wo immer gleich die Frage nach dem praktischen Nutzen ist, als Reisebegleitung, hast du gesagt, als Mittel der Erziehung, um Gottes Willen, hoffentlich nie durch Poesie. Aber präsentische Sinnlichkeit ist ein sehr schöner Begriff. Vielleicht nochmal dieses Präsentische nochmal erklärt. Wie kommt man zu diesem Zustand? Indem das lyrische Ich keine Agenda, kein Strategem, keine Strategie verfolgt. Also wie zum Beispiel das Gedicht Der Girsch. Ist sozusagen das antisinnlichste Gedicht, das natürlich ein Naturgedicht ist, das ein Hausapothekengedicht ist, aber das ist im Prinzip das absolute Gegenteil davon, weil es darunter noch irgendwie noch was ganz anderes erzählt und die gesamte sinnliche Welt ist einfach eine hübsche Illustration und Einkleidung, Kostümierung eines hübschen Gedankens. Ist das Gedicht von Wagner? Von Jan Wagner, ja. Unser Büchnerpreisträger. Der Büchnerpreis, ja. Wunderbares Gedicht, ja. Aber es ist was anderes. Und diese präsentische Sinnlichkeit, die man zum Beispiel in diesem Gedicht von der Marie T. Martin gelesen hat, hört, in einigen Gedichten von der Barbara Köhler, aber auch, ich weiß nicht, von Sebastian Unger, also man findet ein lyrisches Ich, das auf einmal, also wie ein Lautsprecher, der ganz laut aufgedreht ist, die gesamte Wirklichkeit aufsaugt und plötzlich so bezaubert ist, dass all das, was diese Empfindungen sind, nicht nur einfach Signale sind, sondern plötzlich Worte werden. Und diese Worte wie eine Art Mimesis dieser Erfahrung werden. Im Grunde auch in dem, was du eben gesagt hast, sagst du ja, das ist ein Moment bei dieser präsentischen Sinnlichkeit, wo Poetik nichts mehr zu suchen hat. Ja, sie ist rein. Also als Absichtslosigkeit. Sagen wir auch, die Absichtslosigkeit ist ein Konzept oder so, sagen wir mal, aber sie ist auch nicht, ja, und ich glaube, das ist sowas, ne? Also sie ist ein reines Spiel. Sie ist das Versunkensein in einem Spiel. Und ich meine, die Poesie ist ja anders als die Malerei, also wo man sich, ich weiß nicht, man kann sich nackt ausziehen und auf der Leinwand rumrollen und was weiß ich, und dann, man kann da relativ konkrete sinnliche Kunst sozusagen produzieren. Aber die Poesie hat den Makel, aber auch die Schönheit, dass sie mit der Sprache arbeiten muss. Und dadurch ist hier schon immer irgendwas Vermitteltes, was Abstraktes inne. Und diese präsentische Sinnlichkeit verschiebt die Distanz zwischen der Wahrnehmung des lyrischen Subjekts und der Sprache, in der sie sich notwendig ausdrücken muss. Du verbindest das mit dem Gedanken des Spiels. Mhm. Und dieser Gedanke setzt ja eine große Form von Freiheit voraus. Das heißt also, es tritt dann ein Punkt ein, wo sich die Freiheit auch im Zeichen einer Krankheit eher vergrößert. Ja, sicher. Natürlich. Dieses Gespräch, das wir jetzt führen, nun ist das rein fiktiv und ist jetzt auch eher ein Punkt der Erheiterung. Könnten wir mit Goethe, hätten wir das nie führen können.
Denn Krankheit war für ihn etwas, was sich außerhalb jeder Literatur und jeder Kunst zu befinden hatte. Er hat es also auch mehrfach von sich gegeben, dass das etwas ist. Wir wissen ja, dass er zu Beerdigungen nie gegangen ist, weder bei Schiller noch bei seiner Frau. Also Krankheit war für ihn etwas, als würde das eine Art von Ansteckung bedeuten, die er gemieden hat. Ja. Also ich will jetzt nicht doch so erscheinen. Doch, widersprich Goethe. Schau dir einfach Schiller an, wenn man wirklich den Vergleich. Eine Figur wie Don Carlo, diese zehnte Szene im dritten Akt, das hätte Goethe nie schreiben können. So eine Figur, dieses Bündel der Räuber, das hätte Goethe nie schreiben können. Und bezeichnet auch, dass sozusagen die einzige Krankheit, die sein Werther hat, eine sehr, ja, sehr, sehr, sehr geistige, sehr kognitive, sehr, sehr psychische Krankheit ist, die Melancholie vielleicht, die Liebe, weiß ich nicht, der Liebesschmerz, aber eigentlich doch irgendwas, ne? Also und Schiller, ja natürlich, er ist eine ganz andere Figur, ein ganz anderes Temperament und hat auch mit ganz anderen Umständen zu arbeiten gehabt und er hatte eben aber auch, selbst als Historiker, diesen unglaublichen Hunger für das Material, für die Dinge. Also denken Sie einfach mal an die Geschichte über den Niederlanden, die er geschrieben hat, wie detailliert die ist und wie in jedes Element hineingeht. Da ist der Goethe dann öfters in breiten Pinselstrichen unterwegs. Ich habe ja in meiner kleinen Einführung noch mal auf Ingeborg Bachmann verwiesen, weil Krankheit und Schmerz, das sind ja im Grunde zwei Dinge, die zusammengehören. Und bei der Ingeborg Bachmann ist es ja so gewesen, dass der Schmerz sie stärker in ihr Inneres geführt hat. Also das Echo des Schmerzes, also im Inneren, hat sie es erlebt und ihm Sprache gegeben. Mir scheint es so zu sein, auch aus der Kenntnis der Gedichte, insbesondere des Bandes nach den Narkosen, dass du eher ins Äußere gehst, auf die Realität zu, durch den Schmerz. Ist das so? Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach einen relativ pragmatischen Zugang zur Welt habe. Also ich will Dinge mit Dingen umgehen, will Dinge gestalten. Und das führt mich vielleicht eher zu einer, ja, wenn man sagt, zu einer Rebellion als zu einer zu einem Rückzug. Sagen wir. Ja, sicher. Krankheit ohnehin, das ist eine Formulierung von dir, die ich gerne nochmal aufnehme, Krankheit als in der Dichtung, in der Form der Revolte gegen den Tod. Mhm. Vielleicht nochmal diesen Satz erklärt, also Revolte ist in dem Falle ja wichtig, auch für die Poetik des Schreibens. Mhm. Es ist eine Revolte. Ein Umkreisen, ein Drehen, ja, ein Piorettendrehen. Sozusagen vor dem Tod, ja, wenn man das so will. Also es ist natürlich das Spiel. Solange das Spiel nicht aufgehoben ist, findet diese Revolte statt. Ist dem Schmerz, ist das Leid, ist... solange man dieses Spiel aufrechterhalten kann, sind die Dämonen hinter den Vorhängen. Und das heißt, wenn die Literatur, die Kunst irgendeinen Trost hat, hat sie vielleicht diesen. Also ne, sie hat nicht den Trost, dass sie einem auf die Schulter klopft oder sowas, oder sie einen in die Arme nimmt oder sowas, aber sie hat diesen Trost, dass sie einfach das andere ausblockt. Sie ist die Meisterin, die Kunst ist die Meisterin der Verdrängung. Und darauf sollte man stolz sein. Man sollte nicht so ne, diese Hypervergeistigung, auch der Literatur ist vielleicht eine Abwendung davon. Also dass man die Kunst als eine Tätigkeit, die Poesie als ein Tun mit Sprache sieht, das ein Spiel ist. Für mich ist ja dieser Zugang zur Dichtung über die Krankheit auch neu. Bei dir ist das ja eine tatsächliche Lebenserfahrung. Für mich ist immer bei der Beurteilung von Literatur natürlich die Krankheit, lese ich als Metapher. Ist es bei dir auch eine Metapher und wenn ja, wofür? Ich meine, du hast
Steinbeck verwendet, hast dich auf Steinbeck in deiner Vorlesung bezogen. Da war es ja im Grunde auch eine Metapher. Ja, das Interessante bei diesem Roman auf Mice and Men, da hat die Krankheit, das was sozusagen das Übel in diesem ganzen Stück ist, ja, in diesem ganzen Roman ist, das ist nicht so feinsäuberlich zu verteilen. Also wie bei Shakespeare, dass eine Gewalt ist und es kommt eine Gegengewalt oder sowas, sondern das ist ein ganzes Bündel an Komplexen, von Spiegelungen, wo im Prinzip jeder befangen ist. Und ich glaube, das ist irgendwie das Großartige bei Steinbeck. Also er sieht sozusagen, dass das Glück und das Übel, die sozusagen seinen Figuren ausgesetzt sind, ein viel tieferer Untergrund ist. Und sozusagen diese Zurechenbarkeit, die sozusagen eine Abstraktion dann hervorbringt, dafür interessiert er sich gar nicht. Er interessiert sich noch viel mehr einfach diese vollkommene Verstricktheit aller Figuren. Und das macht das großartig. Diesen Gedanken, die Krankheit als Metapher in die Literatur einzubringen, wie gesagt, das ist bei dir etwas anders, der ist für mich natürlich sehr einleuchtend. Ich frage mich dann manchmal, also da wäre das Grundmodell, dass der Blinde von einem Taubstummen geführt wird und man, ja, und weil du Steinbeck bringst und am Ende erfüllt sich die Metapher darin, dass beide zusammen eins sind. Ne? Ist das auch der Gedanke, den du bei Steinbeck im Grunde Raum gibst, auch deswegen jetzt so ein großer Platz in deiner Vorlesung? Nein, mir hat einfach nur diese Figur von Lenny gefallen. Also diese Figur, die eine Form von Sinnlichkeit und eine Form von Weltzusammenhang ist, die was Berührendes hat, aber die auch was Abgründiges hat. Ich meine, der bringt ja eine Frau um. Ne? Also es ist ja nicht so unkompliziert, also es ist ja nicht so, dass er irgendwie einfach nur der unschuldige intellektuell zurückgeblieben ist, sondern er mordet auch jemand. Und das ist, ne, das ist diese Verstrickung. Und aber nochmal eben zu dieser zu Krankheit. Ich glaube, also ich fände, wenn wir auf die Literatur der letzten 10, 15 Jahre anschauen, dann haben wir ja lauter so Begleiterfiguren, die uns zum Beispiel durch bestimmte Schicksalsschläge, also Krankheiten führen, die uns durch Erfahrungen von Herkunft führen, die uns durch Erfahrungen von Integration führen, die uns Erfahrungen von geschlechtlichen Sachen führen. Ja? Also und oft, wenn wir so diesen Zugang zur Literatur suchen, so einen thematischen Zugang zur Literatur suchen, landen wir oft in Herrschaftsdiskursen. Und ich glaube, wenn ich überhaupt irgendwie meine, dass die Krankheit sozusagen eine Rolle in der Literatur spielt, spielt sie in dem Sinne, dass sie sozusagen moralisch neutral ist, dass sie keine zurechenbare Ursächlichkeit hat. Und das ist was anderes, als wenn man zum Beispiel einen postkolonialen Diskurs führt oder sowas. Ja. Ich wollte gar nicht unterbrechen, ich wollte nur noch mal diesen Begriff, mit dem du ja auch gearbeitet hast, mit der Salutonormativität. Hm. Das wäre der Begriff, über den dieser Herrschaftsdiskurs läuft, nicht? Weil die Gesunden bestimmen die Richtung. Mhm. Ja, sie definieren sozusagen auch die Rahmen, in denen wir uns bewegen, in denen wir auch uns den Parametern der Gesundheit sozusagen beugen oder auch der Krankheit beugen, ne? Die Ansprüche, die damit zusammengehen und so weiter. Ja, aber nochmal, Salutonormativität kann etwas ausweisen, was vielleicht wie ein Herrschaftsdiskurs daherkommt, aber letztendlich sozusagen in dem grundsätzlichen Risiko, einfach weil man ein Mensch ist, aufgeht. Und das halt meine ich, da ist sozusagen dieser Diskurs von Krankheit und Literatur, das kann ein anderer Diskurs sein als zum Beispiel ein postkolonialer Diskurs oder ein Diskurs wie MeToo oder sowas, ja, wo es oft um sozusagen Herrschaftsdiskurse geht, aus gutem Grund. Und hier geht es aber was anderes. Hier hat man keinen Urheber, hier hat man keine Opfer, hier hat man keine Täter, sondern hat man nur Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes etwas erleiden. Naja, ich meinte eher die Herrschaft der Gesunden, dass die Revolte auch gegen die Herrschaft der Gesunden geht.
Vielleicht noch eine, ich hatte ja dieses Zitat von Adorno gefunden, das mir schon lange durch den Kopf geht, der da gesagt hat, im Grunde das menschliche Leiden hat ein absolutes Recht auf Ausdruck in der Kunst, sich Ausdruck in der Kunst zu verschaffen. Wenn man diesen Satz umdreht, beziehungsweise nochmal befragt, wenn er diese Feststellung macht, dann scheint es ja doch etwas Ungewöhnliches zu sein, dass das menschliche Leiden Anspruch darauf hat, sich in der Kunst Ausdruck zu verschaffen. Hat dich das überrascht? Ja, ich glaube, also ich glaube, bei Adorno ist, er spricht von Leid, ja. Aber er spricht natürlich auch in dem Kontext vor der Shoah und dem Holocaust. Und man muss ja dann auch vielleicht sich mal überlegen, wie zum Beispiel in den 50er Jahren, 60er Jahren, Leute wie zum Beispiel Paul Celan durch deutschsprachige Germanisten auch verunglimpft worden sind. Die haben den als unseren Wiedergutmachungsdichter verunglimpft und so Sachen. Ne? Und ich glaube, vor diesem Hintergrund sagt Adorno dann sowas wie, das Leid hat ein absolutes Recht. Und ich bin gerade in einem Projekt, da geht es um ein jüdischer Dichter, der in München, lange in München gelebt hat, dann aber dann nach New York geflüchtet Boris Lurie. Und von dem übersetze ich jetzt so ein paar Texte ins Englische. Das wird auf Deutsch geschrieben, so in den 90er Jahren, und die übersetze ich jetzt gerade ins Englische. Und da hat er so interessante Verse und auch Prosastücke drin, wo er davon spricht, dass er seine Erfahrung und die Erfahrung seiner Leute, also der jüdischen Menschen, sozusagen leicht und bekömmlich und nicht so arg sozusagen. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund sagt Adorno, das Leid hat einen absoluten Platz in der Literatur. Ich glaube, das ist ein anderes Leid, als wenn ich von Krankheit spreche. Also das ist, das glaube ich, was anderes. Ja. Sehr einleuchtend. Du hast am Schluss, und jetzt wäre bei mir die große Lust, das sofort nachzulesen, auf Kotschia verwiesen, den ich nicht kenne, nicht kannte. Mhm. Und vielleicht da nochmal nachgefragt, was ist für dich die Quintessenz, die dich gerade im Hinblick auf deine Poetik von ihm erreicht? Mhm. Du hast das ausgeführt, aber das ist in einem mündlichen Vortrag dann auch schnell. Ja. Also zumindest hat man Lust, nochmal nachzudenken. Ja, also Emanuel Kotscher ist. Welchen ist 1972 geboren, also Italiener und Philosoph. Und er hat vorher eine Philosophie der Pflanzen geschrieben, die aber nicht irgendwie so eine homöopathische, ich habe vorhin Ernst Haeckel oder sowas, ne? Also es ist nicht irgendwie so ein Ding, also von so Tree-Hugging-Leute ist, sondern das ist wirklich eine ernsthafte, gut in den Naturwissenschaften, gut in der Philosophie fundierten Denkweise, die sozusagen sehr elementar den Mensch in sozusagen einen gesamten Schöpfungszusammenhang, eine Ökologie setzt und die dann in dem zweiten Schritt dieses Sinnenleben als ein Produkt dieser Ökologie ausweist und dieses Sinnenleben dann sozusagen zu einem ästhetischen Erleben wird. Und das beschreibt er in sehr einleuchtenden Schritten. Und ich finde das eine sehr schöne Weise, über Ästhetik nachzudenken und natürlich auch wieder über die Poetik nachzudenken. Und ich habe das eben nochmal gesagt, dass es ist ein Unterschied, wenn wir zum Beispiel in der Malerei sind oder die Skulpturen, die kann man anfassen, man kann sich in der Farbe drehen, man kann das Material spüren und so weiter. Ne? Und in der Poesie ist sozusagen das Makel und Stolz des Wortes da, dass sozusagen der Poesie immer was Abstraktes gibt. Immer, also das ist wie, als ob man durch so ein Fliegennetz auf die Wirklichkeit guckt, irgendwie, wenn man nur diese Worte hat. Und ich glaube, mit so Denkansätzen wie eben diese Philosophie des Sinnenlebens kann man die Sprache viel mehr dorthin bringen, was Menschen erleben. Da fiel ja auch das Körper erleben. Ja, da fiel ja auch der Begriff der Entfremdung, der Entfremdung des Geistes und eine Überführung in die Sinnlichkeit. Mhm. Ja. Ist das etwas für dich, was auch in deine Gedichte eingeflossen ist oder einfließen wird? Wir sprechen ja über poetologische Ansätze. Also ich beobachte bei mir momentan, also im nächsten Jahr erscheint ja ein neuer Gedichtband und da sind in den letzten Monaten ganz viele neue Gedichte auch entstanden, auch eine neue Lust an sinnlicher Wahrnehmung, an Beschreibung,
eine Beschreibung deskriptiver Poesie. Das war lange verschrien, ne? Das war zu viel dekorativ oder sowas. Aber sowas hilft mir. Ich habe auch, also auch dieses, wie noch mal dieses Gedicht von Marie T. Martin, was plötzlich das für eine Evidenz als ein Kunstwerk hat. Aufgrund dieser Widerhaken, die diese Worte auf einmal haben, weil sie so welthaltig sind. Und nicht das so frühe Abbiegen in die Philosophie, also beispielsweise auch wie bei Giersch, also dann immer gleich den Untersinn oder den Übersinn gar nicht zu früh anzusteuern. Ja, genau. Und also jetzt, ohne dass ich will dem guten Jan Wagner jetzt nicht irgendwie den ausspielen gegen was anderes, das ist ein wunderbarer Dichter, den ich sehr, sehr gerne lese. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich doch eine Tendenz, dass sozusagen auch sehr, auch Giersch-Gedichte, wenn man sie wirklich zerlegt, letztendlich auch Gedankengedichte sind. Und ich glaube, da geht noch mehr einfach. Ganz herzlichen Dank, Paul Henry Campbell, für das Gespräch, aber auch vorher für die drei Vorlesungen, die wir hören konnten. Ja, das war für mich sehr anregend, sage ich jetzt mal ganz persönlich. Danke. Ich danke dir. Dankeschön. Und für die das vielleicht doch etwas schnell ging oder die Gelegenheit ist, das nochmal nachlesen zu wollen, es gibt demnächst wird es ein Buch geben. Ich habe hier das in der Hand von dem Chamisso-Poetik-Dozenten im letzten Jahr, Arthur Becker war das. Und demnächst wird es ein Buch geben mit den Texten von Paul Henry Campbell für Sie zum Nachlesen. Dankeschön für das Interesse.